Hallo, hier ist Raddampfer, der einen Raddampfer baut. Ich versuche es wenigstens, ohne Plan und ohne Skizze. Der Rumpf, den man hier sieht, ist aus Aluminium gefertigt. Ungefähr 75 cm lang, 24 cm breit und 8 cm hoch. Hier sieht man die Schaufelräder. Die Schaufelräder sind von einem alten Lüftermotor. Und auf einer 8 mm Vollmessingachse montiert. Ich habe zwei Stahldritzel verarbeitet, A11 Zähne, dazu eine Stahlgliederkette mit 7 mm Breite. Hier sieht man einen alten Panzergetriebemotor vom Tiger und vorne die LLD mit Lautsprecher, die LLD blinkt im Standmodus, solange die Fernsteuerung nicht aktiviert ist. Dann kommt die Sender-Empfängerplatine mit einem aufgesetzten Ventilator, da die erste mir durchgebrannt ist, weil die Motoren sehr viel Leistung brauchen. Das orange Teil ist der Lautstärkenregler, daneben links ist ein Rauchgenerator. Den werde ich wahrscheinlich umplatzieren in den Aufbau des Raddampfers für die Kamine. Hier sieht man die Ruderanlenkung, ein kleiner Getriebemotor, sehr langsam laufend. Dann geht es weiter zum Ruder selbst. Man kann es wahrscheinlich sehr gut sehen. Dann werde ich das Ding mal starten. Ich hoffe, es funktioniert. Es müsste normalerweise die LED konstant leuchten. Sie tut es. Ventilator läuft auch. Jetzt werde ich die Lautstärke mal erhöhen. Man hört es. Es geht noch lauter. Machen wir ein bisschen leise. Dann werde ich die Fernsteuerung aktivieren. Probieren wir mal die Schaufelräder. Rückwärts, vorwärts. Starten wir den Rauchgenerator. Ich kann ihn auch synchron mit dem Getriebemotor betreiben. Ich habe zwei starke Akkus eingebaut, insgesamt über 7000 mAh, A 7,2 Volt. Das ist der Empfänger. Bei den Schaufelrädern habe ich noch eine Umlenkung, beziehungsweise zwei Umlenkrollen eingebaut, damit die Kette schön gleichmäßig im Abstand läuft. Den Aufbau, das Deck, weiß ich noch nicht, werde ich vielleicht in Holz machen oder vielleicht in Aluminium. Das ist noch zu überlegen. Ich hoffe, ich bekomme eine gute Note. Und wie das Video ist, weiß ich nicht. Auch der Ton. Ich habe nur eine kleine Kamera, aber ich hoffe, es funktioniert. Jetzt probieren wir noch das Ruder. Ah, muss ich noch mal einschalten. Es dauert einige Zeit, bis der Chip hochgefahren ist.
wenn er will. Er startet, man hört ein Geräusch. Okay. Ja, das war's. Schaut es euch an. Servus.